Willkommen zur Physikvorlesung Einführung in die Optik. Heute Teil 9b. Es geht weiterhin um Interferenz und Beugung vom Einfachspalt zum Vielfachspalt. Im Teil 9a hatten wir uns schon erarbeitet, wie die Intensitätsverteilung ist, wenn Licht, was kohärent ist, auf einen Einfachspalt fällt, also im Prinzip eine Öffnung in einem Schirm, oder auf einen Doppelspalt, wenn also zwei Spalten nebeneinander liegen in einem bestimmten Abstand. Und wir hatten uns vor allen Dingen erarbeitet, dass es das Beschreibungsprinzip, die Huygenschen Elementarwellen sind, die dazu führen, dass Licht eine Phasendifferenz hat, wenn es von unterschiedlichen Huygenschen Elementarwellen ausgesendet wird. Heute möchten wir das weiterführen und zwar genau berechnen, wie die Intensitätsverteilung ist. Erst von einem Einfachspalt, dann vollständig für einen Doppelspalt oder einen Vielfachspalt und wir werden Anwendungen sehen. Immer im Hinterkopf, Beugung ist das zentrale Thema. Also, erster Teil, Berechnung der Intensität von einem Einfachspalt. Gucken wir uns nochmal an, wie die Geometrie aussieht. Hier ist dieser Spalt, das hatten wir schon im Teil 9a betrachtet. Licht fällt von links auf diesen Spalt, der die Größe a haben soll. Die Beschreibung ist so, dass wir in dem Spalt Elementarwellen hinlegen. Wie viele? Das bleibt im Prinzip uns bei der Berechnung überlassen. Es sind prinzipiell unendlich viele. Wir können es nicht ausrechnen mit unendlich vielen, aber mit einer hohen Zahl nennen wir die groß n, also n Quellpunkte, die in, jeweils in einem Abstand liegen, Äquidistanz b gleich Größe des Spaltes durch n. Und der Gangunterschied zwischen jetzt unterschiedlichen Strahlen, die parallel laufen, also sich erst im Unendlichen schneiden, ist dann bestimmt durch die Phasendifferenz Delta, 2pi b, also Größe durch die Wellenlänge, da kommt die Wellenlänge rein, und Sinus Theta, wobei das der Winkel hier zwischen rauslaufendem Strahl und der senkrechten ist. So, und wie groß ist jetzt die Intensität in einer Richtung als Überlagerung von diesen ganz vielen Strahlen? Wir nehmen an, dass die Amplitude jeder Elementarwelle A0 ist. In Vorwärtsrichtung bedeutet es, also geradeaus, Theta gleich 0. Die Amplitude wäre da sicherlich maximal. Das wäre der Bereich, den man auch betrachten würde, wenn es keine Beugung gibt, sondern nur hell und dunkel, Schatten und beleuchteten Bereich geradeaus. Die Phasen jeder benachbarten Strahlen liegen auseinander um dieses Delta, also um 0 Delta, 2 Delta, 3 Delta und so weiter bis n-1 mal Delta, wenn wir Quellpunkte haben. Wir hatten uns bei der Betrachtung des Doppelspaltes und auch des Vielfachspaltes schon so andeutungsweise ein Modell erarbeitet, was basierte da auf Vektoren, die wir sozusagen für die einzelnen Quellpunkte genommen haben, die eine Phasenverschiebung haben, also einen Winkel, und die haben wir aneinander gelegt. Und dann die resultierende Länge betrachtet, Amplitude dieser Summation der Einzelvektoren. Und das können wir jetzt fortführen für diesen Einfachspalt, der n Quellpunkte hat. Also in unserer Beschreibung wäre das, jeder Quellpunkt hat eine Amplitude A0, die Vektoren sind jeweils verdreht um einen Winkel Delta, das heißt, die Drehung ist immer größer zwischen dem ersten und dem letzten Vektor. Also Einzelamplituden jeweils um Delta gedreht, dann erhalten wir ein Bild, dass diese einzelnen Vektoren näherungsweise auf einem Teil eines Kreisbogens liegen. Der Startpunkt und der Endpunkt dieser Kette
von Vektoren hat dann die Länge a. Und das ist die Frage, das wollen wir ausrechnen. Wie groß ist dieses a, die Amplitude? Nennen wir Phi die Phasendifferenz zwischen dem ersten und dem letzten Vektor, also von dieser Richtung. Und der letzte liegt in diese Richtung, also hier lang. Das heißt, diese Phasendifferenz Phi wollen wir betrachten. Klar ist, dass dieser Winkel hier eingeschlossen von dieser Linie und der gerade 180 Grad minus Phi ist. Brechen wir es genauer, hier einfach nochmal das gleiche Bild, aber die Winkel etwas stärker und genauer eingetragen und wir können jetzt aus der Geometrie Folgendes schließen. Hier sind die Vektoren, hier ist das, was wir suchen, das a, das ist ein Kreisbogen oder ein Teil des Kreisbogens. Das heißt, wir können den Punkt hier oben, P3, als Mittelpunkt bezeichnen, der jeweils den Radius r nach Punkt P2 bzw. P4 hat. Hier unten soll auf der Achse soll der Punkt P1 liegen. Natürlich ist das ganze Gebilde in dem Sinne symmetrisch, dass von diesem Zentrum des Kreises P3 nach P1 diese Geometrie sozusagen geteilt wird. Das heißt, hier unten auch dieser Winkel wird die Hälfte von dem gesamten Winkel sein. Der ist aber 180 Grad minus Phi, also ist das hier die Hälfte davon 90 Grad minus Phi halbe. Jetzt können wir noch betrachten die Dreiecke. P1, P2 und P3, dieses Dreieck, da wird hier oben ein rechter Winkel sein, natürlich, weil der Radius, also die Strecke P2 und P3, wird senkrecht auf P2, P1 liegen, weil natürlich der Radius hier senkrecht auf dem letzten Vektor liegt. Aus der Betrachtung dieser Dreiecke folgt dann auch unmittelbar, dass der Winkel zwischen P2, P3 und P1 Phi halbe sein muss, der Winkel hier oben. Dann können wir aber auch hinschreiben, wenn das der Winkel Phi halbe ist, dass der Sinus von dem Phi halbe gleich die Hälfte dieser Strecke ist, a, also a halbe, geteilt durch den Radius r. Und a ist ja das, was wir wissen wollen, also stellen wir das um. A ist 2r mal Sinus von Phi halbe. Das ist die erste Gleichung, die wir brauchen. Wenn wir viele Elementarwellen, Heugensche Elementarwellen, in diesen Spalt legen, dann werden die einzelnen Vektoren in guter Näherung auf dem Kreisbogen liegen. Das heißt, die Länge des Kreisbogens, also wie lang das hier rumläuft, das wird ungefähr n mal a0 sein. Für einen Winkel ist ganz allgemein, ist es immer definiert als das Verhältnis von Kreisbogen zu Radius. Dementsprechend können wir Folgendes schreiben. Der Winkel Phi, der hier oben liegt, auch wenn das hier eine Phi halbe ist, dann ist der gesamte Winkel Phi liegt hier oben, ist nach dieser Definition des Winkels das A max durch R. Setzen wir das ein in die gefundene Relation 1 und wir erhalten, dass A 2 Pi mal A max durch Phi ist mal Sinus Phi halbe. Jetzt stehen hier in dieser Relation, hier steht ein Winkel Phi, Faktor 2, das steht im Nenner und hier steht Sinus Phi halbe. Das heißt, wir können das einfach nochmal, um es übersichtlicher zu gestalten, umformen und erhalten, dass A, das A max ist, mal Sinus Phi halbe durch Phi halbe für einen Einzelspalt. Das wäre die Amplitude für einen Einfachspalt, wenn wir groß n Elementarwellen nehmen. Was steht jetzt da? Amplitude a
ist sozusagen das elektrische Feld. Die Intensität, das haben wir schon mehrmals betrachtet, ist immer proportional zum Quadrat der Amplitude, also hier proportional zum Quadrat von A, also auch proportional zum Quadrat von diesem Term hier hinten. Für Phi gleich 0 in die geradeaus Richtung haben wir dieses Verhältnis, das Delta wird 0 sein, Phi ist 0 und die Intensität ist sozusagen maximal. Die relative Intensität als Funktion des Winkels interessiert uns ja hier, das heißt, die können wir auftragen. Diese relative Intensität ist proportional zum Quadrat dieses Ausdrucks Sinus Phi halbe durch Phi halbe. Und das müssen wir uns noch ein bisschen genauer betrachten. Diese Funktion, hier ist das Gleiche nochmal hingeschrieben, die nennt sich Sinkfunktion bzw. Sinkquadrat. Sink ist Sinus Phi halbe durch Phi halbe. Können wir uns gleich aufmalen, aber nochmal alles zusammengefasst. Dieses Phi ist also n mal das Delta. Das Delta war 2pi b durch Lambda mal Sinus Theta. Und dementsprechend haben wir diese Relation, wenn wir die ausdrücken über das a, die Größe des Einzelspaltes. Das heißt, der Winkel, unter dem das Licht abgestrahlt wird, erscheint hier als Sinus Theta. Zusätzlich noch erscheint er dann hier in dieser Sinusfunktion bzw. geteilt durch dieses Phi halbe. Die Funktion Sink ist, müssen wir ein bisschen genauer betrachten, allgemein ist Sink ein Sinus, Sink von x, ein Sinus durch x selber aufgetragen. Und die Funktion entspricht einem Sinus, also die Modulation, die eigentlich unendlich lang ist, geteilt durch eine Sinusfunktion, das heißt gedämpft, je größer der x-Wert ist, umso größer ist die Dämpfung. Und das tritt umso stärker auf, natürlich nochmal stärker, wenn man das quadriert. Das heißt, diese Sinkfunktion sieht so aus, wie es hier gemalt ist. Eine Sinuskurve, Quadratkurve, Entschuldigung, deren Amplitude noch kleiner wird mit 1 durch x. Das bedeutet Folgendes. Jetzt haben wir eigentlich schon das Ergebnis, wenn das Licht auf so einen Spalt einfällt, ein Einfachspalt, dann ist die Intensität auf dem Schirm entspricht dann dieser Sinkfunktion. Das heißt, es hat Modulation nach links, nach rechts, weil das natürlich symmetrisch ist, mit einer gedämpften Amplitude. Also, es gibt keinen klaren Schatten, heißt das. Die Intensität ist auch in den Bereich hinein, in der man erwarten würde nach der geometrischen Optik, dass ein reiner Schatten besteht, ist aber auch in dem Bereich, in dem man nach der geometrischen Optik sozusagen volle Intensität hätte, leicht moduliert. Wie weit das Licht in den Schattenbereich hinein reicht, das hängt jetzt davon ab, wie groß das B bzw. das A ist, also die Breite des Spaltes. Und das ist hier aufgetragen, allerdings hier berechnet, nicht nach dieser Formel, das komme ich gleich noch hinzu, aber näherungsweise, um es einfach zu berechnen. Für eine Wellenlänge von 450 Nanometer und man sieht, wenn der Spalt schmaler wird, die rote Kurve, dringt das Licht in einem größeren Maße in den Schattenbereich ein. Das ist in dem oberen Teil dargestellt oder sichtbar, genauso wie hier unten, wo einfach die Skalierung anders gewählt ist. Das heißt, der Schattenwurf ist nicht mehr so klar. Hier kann man drauf sehen, welche Größen sind denn hier eigentlich berechnet, welche Spaltgrößen. Tatsächlich hier ist der Einzelspalt ungefähr in der Größenordnung von der Wellenlänge. Ein bisschen größer, aber so von der Größenordnung sind Wellenlänge und Spalt gleich.
So, jetzt haben wir die Intensität von einem Einfachspalt berechnet. Für einen Doppelspalt hatten wir die im Kapitel 9a auch schon ausgerechnet. Jetzt können wir das zusammenfügen, nämlich die vollständige Beschreibung für die Intensität an einem Doppelspalt sieht folgendermaßen aus. Die Geometrie also: Wand, ein Spalt, Wand und im Abstand klein d der zweite Spalt. Beide Spalten sollen die Größe a haben. Hier also ein Winkel, den wir betrachten wollen oder dessen Abhängigkeit auf die Intensität wir betrachten wollen. Das ist wieder dieses Theta. Und wir brauchen jetzt nur noch die Lösung zu überlagern, die wir erhalten haben für den Einfachspalt und für den Doppelspalt. Also, für den Einfachspalt hatten wir gerade ausgerechnet, die Intensität ist proportional zu der Sinkfunktion von der Phase Phi, wobei das Phi 2 Pi Einfachspaltgröße durch Lambda ist mal Sinus Theta. Und für den Doppelspalt hatten wir im Kapitel 9a berechnet, dass es abhängt, die Intensität von Cosinus Quadraten halb Delta, wobei das Delta praktisch die gleiche Funktion ist, nur statt der Größe des Einfachspaltes ist der Abstand der beiden Spalte aufgetragen. In beiden Fällen, hier dem Phi und dem Delta, taucht der Winkel, der betrachtet wird, unter dem das Licht rausgeht, in der Sinusfunktion auf. Das heißt, diese beiden Lösungen müssen nur noch multipliziert werden, um die vollständige Beschreibung zu haben für den Doppelspalt. Hier sind Proportionalitäten hingeschrieben. Das Wesentliche ist auch diese Abhängigkeit. Wenn wir es genauer schreiben wollen, können wir sagen, ja, das ist die Intensität von dem Einfachspalt, ist das I0, müssen wir berücksichtigen, aber vor allen Dingen hier hinten, da taucht sozusagen die Modulation für den Einfachspalt auf, hier für den Doppelspalt. Damit sind wir sozusagen fast am Ende der Beschreibung. Wir können uns angucken, was rauskommt. Und das ist hier dargestellt. Wir haben jetzt Modulationen mit relativ scharfen Modulationen mit einer hohen Frequenz und zusätzlich noch Modulationen nach hinten. Hier ist der Abstand, die Intensität als Funktion des Abstands auf einem Schirm dargestellt. Das könnte man genauso für den Winkel darstellen. Das ist jetzt noch ein bisschen verwirrend. Können wir uns das vielleicht ein bisschen genauer angucken, was jetzt eigentlich passiert, wenn man einen schmalen Spalt hat oder einen breiten Spalt, wie diese Modulation aussieht. Schauen wir uns das an. Natürlich wird die Intensität, die gesamte Intensität kleiner, wenn der Spalt schmaler wird. Deswegen sind die Intensitäten jetzt normiert, heißt im Zentrum immer als auf den gleichen Wert berechnet. Und man sieht jetzt für einen breiten Spalt, hier die innere Kurve, haben wir die Modulationen nach außen links und rechts gleich. Und wenn der Spalt schmaler wird, zum Beispiel die rote äußere Kurve, ist die Modulation weiter in den Bereich nach außen. Das wäre die Modulation für zwei Spalte. In vielen Fällen geht es aber nicht darum, dass man nur einen Spalt hat, Einfachspalt oder Doppelspalt. Diese Fälle sind vielleicht eher für theoretische Beispiele relevant, sondern dass man viele Spalte hat. Also eine Struktur, die etwas Wiederkehrendes hat, sozusagen Öffnungen, die sich in regelmäßigen Muster wiederkehren. Das heißt, die Geometrie würde so aussehen, dass wir viele Spalten hier haben, sozusagen ein ganzes Set, auf die dann die Welle einfällt und wieder als Funktion des Winkels wird die Intensität bestimmen. Und was man da feststellt, dass es auch ein regelmäßiges Muster gibt der Intensität,
mit relativ scharfen Maxima der Intensität. Man stellt fest, je mehr Spalte man nimmt, umso schmalere Linien gibt es zu beobachten. Das kann man, hier ist es gerechnet, numerisch gerechnet am Computer, da gehe ich gleich nochmal kurz ein, wie sowas aussehen könnte. Wenn man zwei Spalte hat, Doppelspalt, das haben wir eben schon gesehen, haben wir vielleicht so ein Muster und die bei drei Spalten sieht es die generelle Struktur ähnlich aus, aber man erahnt vielleicht hier schon, dass die einzelnen Modulationen schärfer werden oder schmaler. Und das wird umso stärker, je mehr Spalte genommen werden. Für 100 Spalte sieht es so aus. Das heißt, wieder die generelle große Modulation ist unverändert, aber die einzelnen Maxima sind schärfer. Das ist hier schwer zu sehen. Deswegen das Gleiche, nur in einem kleineren Maßstab rausgezogen. Das heißt, nicht mehr hier unten ist die Skala dargestellt für auf dem Schirm einen Bereich von 50 cm. Das ist hier dargestellt, jetzt mit einem Faktor 10 vergrößert, also 5 cm. Der Schirm war hier berechnet im Abstand von einem Meter. Und jetzt sieht man hier, für zwei Spalte kriegt man diese Modulation von den Doppelspalt, die werden gedämpft durch die Sinkfunktion vom Einfachspalt. Wenn man mehr Spalte nimmt, für 15 oder 20 Spalte, werden diese Maxima immer schärfer. Dazwischen kommt es noch zu kleinen Modulationen, also in Bereiche mit hoher oder niedriger Intensität. Das heißt, jetzt haben wir festgestellt, wenn wir viele Spalten nehmen, erhalten wir ein Beugungsmuster, was klare Intensitätsmaxima hat, die getrennt sind von Bereichen, wo wenig Intensität ist. Und das kann man benutzen, wenn man das ein bisschen anders anschaut. Wir hatten ja festgestellt, das hängt irgendwie immer, geht ein, dass die Objektgröße relativ zur Wellenlänge. Das bedeutet, es muss eine Wellenlängenabhängigkeit vorliegen. Und in der gefundenen Formel tauchte ja hier scheinbar die Wellenlänge nicht auf, aber in den Bereichen für Delta, in der Beschreibung vom Delta oder dem Phi, da tauchte jeweils im Nenner die Wellenlänge auf. Das heißt, das Beugungsmuster von einem Einfach-, von einem Doppel-, aber eben auch von einem Vielfachspalt ist wellenlängenabhängig. Und das kann man hier darstellen, hier wieder numerisch ausgerechnet, für Wellenlängen von 450, 532 und 632 Nanometer für 20 Spalte. Das heißt, die blaue Wellenlänge 450 Nanometer hat eine andere Position, einen anderen Winkel fürs Maximum als die anderen Wellenlängen. Und das bedeutet Folgendes, die Interpretation oder wofür man es benutzen kann, wenn man die Position gemessen hat, kann man entweder daraus die Wellenlänge bestimmen oder wenn man die Wellenlänge weiß, könnte man die Position berechnen. Man kann es benutzen, um weißes Licht aufzutrennen in die verschiedenen Farben. Also im Prinzip ein Spektrometer bauen. Und das gucken wir uns in einem kleinen Video an. Hier ist das gezeigt. Sonnenlicht ist verwendet, um die Aufspaltung zu beobachten. Das Sonnenlicht kommt in parallel auf der Erde an. Das heißt, die Bedingung für die Beugung ist gut erfüllt und wir können ein Beugungsgitter, in dem Fall sind es 500 Linien pro Millimeter, also 2 Mikrometer Abstand zwischen Linien, einfach mal in das Licht halten. Und wir sehen direkt links und rechts von dem Beugungsgitter erscheinen Flecken, in denen die Farben aufgespaltet sind. Zentral läuft das Licht
ungehindert durch. Das ist sozusagen das, was bei dem Winkel Phi gleich 0 durchgeht. Man nennt das dann die zentrale nullte Beugungsordnung, nach links und rechts die Plus- bzw. Minus erste Beugungsordnung und für einen größeren Winkel noch die zweite Beugungsordnung auf der linken oder rechten Seite. Streng genommen muss man es, um es genau zu beobachten, auch noch eine Fokussierung vornehmen. Das heißt, die Strahlen würden sich ja nach unserer Herleitung im Unendlichen schneiden, um die auf dem Schirm abzubilden, der in endlicher Entfernung ist, braucht man eine Linse. Hier ist das Gleiche noch einmal gezeigt, allerdings mit einem Beugungsgitter, was in Reflexion arbeitet. Das hat dichtliegende Linien und wir sehen das gleiche Spiel, dass die nullte Beugungsordnung weiß ist. Das ist sozusagen wie eine Reflexion und die erste und zweite Beugungsordnung zur Seite liegen. Wieder kann zur besseren Abbildung auf dem Schirm eine Linse oder, wie hier durchgeführt, ein Hohlspiegel verwendet werden. Ich hatte schon gesagt, dass man neben der analytischen Rechnung, also mit Stift, auch das programmieren kann. Hier ist im Skript das ein Beispiel gezeigt. Das werden wir, wenn Sie wollen, in einem separaten Projekt angucken. Geschrieben ist es hier in der Sprache MATLAB und deutet sich eigentlich schon an, dass das Programm gar nicht so kompliziert ist. Man muss eigentlich nur drei Schleifen nehmen, Vorschleifen, die Variationen durchführen. Einmal für die Punkte auf dem Schirm, auf der Beobachtung, dann eine zweite Vorschleife für Variation der Spalte, wie viele Spalten gibt es. Drittens die Variation der Elementarwellen in jedem Spalt, also die Huygenschen Elementarwellen. Eigentlich braucht man nur drei Schleifen, die sind hier ineinander geschachtelt, um alles auszurechnen. Mehrere Parameter muss man natürlich noch reinstecken, welche Wellenlänge, wie groß sind die Spalten, wie groß ist der Abstand und der Spalte und wie groß ist der Abstand zum Schirm. Aber das, wenn Sie wollen, gucken wir uns in einem separaten Projekt an. Dieses Programm ist tatsächlich verwendet worden, um die gerade gezeigten Winkel- bzw. Ortsabhängigkeiten der Intensität zu berechnen. Ein Beispiel für die Beugung kennt jeder, der schon mal eine CD angeguckt hat im Licht, dass da dieses Farbenspiel entsteht und das ist hier dargestellt. Je nachdem, wie das Licht aufhält, wo man beobachtet, gibt es die Farben und das liegt an der Beugung, weil auf diesen CDs oder auch auf einer DVD eine wiederkehrende Struktur aufgebracht ist. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an im Film. Hier ist so eine CD unter Halogenlicht, also weißes Licht ist Halogenlicht, das ist ein Wärmestrahler, kommt es zu diesem Farbenspiel. Und wenn man ein bisschen achtsam ist und genau hinguckt, kann man wunderschöne Farbmuster erzeugen. Das können wir uns ein bisschen detaillierter und genauer angucken, wenn wir nicht das weiße Licht aus einer Halogenlampe, sondern einen Laser nehmen, der auch noch fokussiert ist und in dieses Licht, was eine CD halten, die Reflexion. Fangen wir mit einem Schirm auf, der ist hier einfach geklebt mit dem zentralen Punkt als Reflexionspunkt. Man kann dann in dieser Weise gut die Winkel ablesen.
Für eine CD ist der Gitterabstand zwischen benachbarten Rillen sozusagen ungefähr 1,6 Mikrometer. Also für einen roten Laser von vielleicht 600, 620, 630 Nanometer ungefähr ein Faktor 2 oder 3 größer. Und man sieht, dass es diese Beugungsordnung tatsächlich gibt. Die Reflexion ist in verschiedenen Richtungen nicht nur zentral zurück, sondern nach links und rechts. Nimmt man einen anderen Laser mit einer anderen Wellenlänge, erscheinen tatsächlich die Positionen anders. Außerdem kann auch noch der Unterschied betrachtet werden für eine zwischen CD und DVD. Die DVD hat einen Gitterabstand, der grob gesagt ein Faktor 2, 2,5 kleiner ist als von einer CD, um mehr Daten zu speichern. Und tatsächlich erscheint die Beugungsordnung bei größeren Winkeln, also entsprechend dem, was wir auch berechnet hatten. Für eine Blu-ray ist der Gitterabstand noch mal kleiner, 0,32 Mikrometer. In dem Fall würde der Beugungswinkel schon größer sein als 90 Grad, der Beugungswinkel fürs Maximum. Und deswegen sieht man bei einer Blu-ray diese Beugungsmuster nicht. Man kann das weiter treiben und ein kleines Spektrometer bauen mit einem Stück CD. Im Skript ist eine Bastelanleitung auch für große, nicht nur für die kleinen dargestellt. Hier ist es im Schnelldurchgang gezeigt. Ein kleines Pappgehäuse mit einem Stück einer CD drin. Es wird angegeben, es sind zwei Schlitze, einmal wo das Licht einfallen kann und wo es beobachtet werden kann. Nach vorne sozusagen fällt Licht ein. Hier eine Energiesparlampe wird beobachtet und das Licht zeigt alle Wellen, aber unterbrochen mit Bereichen, wo kein Licht, keine Farbe entsteht. Das heißt, man sieht, dass die Energiesparlampe wohl aus diskreten Linien besteht. Tageslicht dagegen, wenn man das einfach nach draußen hält, zeigt ein kontinuierliches Spektrum. Das heißt, alle Farben werden sichtbar. Wir hatten schon gesehen in einem früheren Kapitel, dass man Intensitätsmessungen als Funktion der Wellenlänge durchführen kann aufgrund der Dispersion. Das war das Bild, hier ist er nochmal gezeigt, Newton mit seinem Gehilfen, der mit einem Dispersionsprisma das weiße Licht zerlegt, was durch ein Fenster in den Raum fällt. Wir haben eine zweite Möglichkeit jetzt, nämlich das Beugungs Muster zu nehmen, auch sogar hier mit einem ganz einfachen Aufbau, um Licht in die Wellenlängen zu zerlegen und zu analysieren. Hier die Vorlage zum Basteln, die ist von dem Spektrometer. Wer es machen möchte, die ist in dem Skript auch enthalten. Also, fassen wir das nochmal zusammen und gehen nochmal zurück an die in diesem Kapitel 9 bzw. 9a gestellten Eingangsfrage: Wie sieht eigentlich der Schatten aus von bestimmten Hindernissen im Licht und warum verhält sich Licht und akustische Wellen so unterschiedlich? Hier haben wir gefunden, dass für einen Einfachspalt dass die Intensität also moduliert ist, die beobachtet wird hinter dem Spalt. Dann wäre auch die Frage, wie sieht es denn aus, wenn wir hier einen Bereich hinsetzen, wie für den Schattenwurf von einem Baum. Wie sieht er aus, wenn der Baum schmaler wird? Das heißt, wenn der Baum zu einer Nadel wird, sieht das dann auch moduliert aus? Ja, ist die Antwort. Und das können wir uns auch nochmal in einem Film angucken. Also, hier
wieder einen Laser genommen, kohärente Strahlung, eine Wellenlänge, das macht es einfacher zu beschreiben und zu beobachten. Und in den Laserstrahl wird eine Stecknadel gehalten, der Kopf einer Stecknadel und auf dem Schirm das entstehende Intensitätsbild beobachtet. Wenn man eine Linse noch verwendet, um das Bild zu vergrößern, sieht man die Stecknadel, die ist durch die Linse auch, steht sie scheinbar auf dem Kopf. Rund ist sie, weil der Laserstrahl so rund ist. Man sieht aber vor allen Dingen, dass die Intensität moduliert ist. Es gibt Beugungsmuster, sozusagen Streifen. Es ist kein klarer Schattenwurf mehr zu sehen. Und diese Abfolge von hell und dunkel lässt sich sogar besser beobachten, wenn man nicht die Spitze nur anguckt, sondern die gesamte Nadel. Man sieht die Modulation. Im zentralen Teil, hier ist es nochmal gezeigt, im zentralen Teil des Schattens dieser Nadel ist die Intensität nicht minimal, sondern ist größer 0, was völlig überraschend ist. Was hier angedeutet ist in der Zeichnung, der Schatten von der Nadel führt natürlich dazu, dass kleinere Intensität in dem Bereich ist. Im Zentrum allerdings ist die Intensität nicht 0, sondern größer 0. Das sehen wir hier in dem Bild. Das heißt, diese Beobachtung wäre völlig unverständlich, wenn man Licht nicht als Welle betrachtet und beschreibt. Und tatsächlich war das historisch eine wesentliche Überlegung, die dazu führte, dass man annehmen musste, dass Licht nicht aus Teilchen besteht, sondern aus Wellen, weil das Beugungsmuster beobachtet. Also, der Schatten ist immer abhängig von Objektgröße und der Wellenlänge. Wir haben jetzt in diesem Kapitel beschrieben, wie die Intensität aussieht von einem Einfachspalt, von einem Doppelspalt, von einem Vielfachspalt. Hatten festgestellt, wenn die Spaltgröße oder allgemein die Hindernisgröße im Bereich der Wellenlänge ist, werden klare Beugungsmuster erkennbar sein, die beschrieben werden können in allen Fällen durch das Modell von Huygenschen Elementarwellen.